Liebe Trader, herzlich willkommen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Wir starten heute mit dem ersten Webinar zur Webinarreihe Gehebeltes Trading. Diese Webinarreihe wird präsentiert von Finanzen CH und der Commerzbank. Wir werden in diesen Webinaren immer sehr schön einen zweiteiligen Aufbau haben. Es folgt zuerst eine kleine theoretische Einführung in das gehebelte Trading bzw. zu verschiedenen Themen, die zum gehebelten Trading gehören. Und dann folgt ein praktischer Teil, wo ich dann sehr konkret zeigen werde, wie man die Theorie, die wir gelernt haben, in der Trading-Praxis auch umsetzen kann. Den Anfang macht jetzt gleich Dominik Böhler. Dominik Böhler ist bei der Commerzbank Schweiz verantwortlich für den Bereich der strukturierten Produkte. Den zweiten Teil macht dann ich. Mein Name ist Simon Wetschinger. Ich bin bei Finanzen CH verantwortlich für den Aufbau einer automatisierten Trading-Software-Lösung, und vielleicht kennen Sie mich in Deutschland auch von TraderFox. Ich werde dann den zweiten Teil machen. So, dann würde ich jetzt an Dominik Böhler übergeben. Besten Dank, Simon. Sehr geehrte Damen und Herren, auch seitens Commerzbank möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen heute bei diesem ersten Webinar. Das erste Webinar auch von der Commerzbank hier in der Schweiz. Wir schauen uns, wie das Simon in der Einleitung schon erwähnt hat, die Thematik Volatilität etwas genauer an. Mein Teil ist vor allem ein theoretischer Teil, die Volatilität. Das ist ein Begriff, den hört man immer wieder in den Fachmedien, in den Zeitungen, im Fernsehen etc. Die Volatilität selber ist relativ einfach zu verstehen, aber was genau die Spezialitäten sind, die Eigenschaften sind doch etwas Besonderes, teilweise auch nur bei der Volatilität selber als Anlageklasse aufzufinden. Ich habe mal die Präsentation auf, jetzt muss ich mal versuchen zu blättern. So, Agenda ist wie folgt, also was überhaupt die Volatilität ist. Danach schauen wir uns die Volatilität als Anlageklasse an. Danach schauen wir uns die Eigenheiten der Volatilität ebenfalls an. Und zu guter Letzt werde ich noch ein paar wenige Produkte zeigen, präsentieren. Also der Fokus dieser Präsentation ist ganz klar beim theoretischen Teil. Nichtsdestotrotz haben wir hier in der Schweiz ein paar Produkte, womit Sie direkt in die Volatilität anlegen können. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Bei diesen Produkten können Sie direkt auf die Volatilität partizipieren. Beim zweiten Teil werden Sie dann Trading-Strategien anhand der Volatilität sehen. Also das ist ein kleiner, feiner Unterschied. So, fangen wir erstmal an. Was ist die Volatilität? Also, die Volatilität ist eine Kennzahl, die einen erheblichen Einfluss hat, vor allem auf Pricings von verschiedenen Finanzprodukten. Aber am besten stelle ich so vor, die Volatilität ist quasi eine Kennzahl, die Auskunft ausgibt über die Kursschwankung eines Basiswertes. Eines Basiswertes wie eine Aktie, Index, Rohstoff etc. Am besten veranschaulichen wir das mit einem konkreten Beispiel. Wenn eine Aktie beispielsweise eine Volatilität von 20% hat, berechnet auf ein Jahr, heißt das, dass in 2 von 3 Fällen diese Aktie plus minus 20% sich bewegen wird von dem aktuellen Stand. Also ganz einfach, 20% heißt, in 2 von 3 Fällen wird sich die Aktie plus minus 20% vom aktuellen Stand bewegen. Die Volatilität wird immer auf einen bestimmten Zeitraum berechnet. In unserem Beispiel hier war jetzt ein Jahr, aber es gibt auch eine Volatilitätszahl für eine Woche, einen Monat, 6 Monaten, ein Jahr etc. Wir unterscheiden zwischen zwei Volatilitätskennzahlen. Einmal gibt es die historische Volatilität, auch genannt realisierte Volatilität, und die implizite Volatilität. Bei der historischen Volatilität ist es die effektiv, oder anders genannt die realisierte Volatilität, ist die effektiv realisierte Volatilität in der Vergangenheit.
Wie war die Kursschwankung eines Basiswertes im vergangenen Jahr oder im vergangenen Monat? Dann gibt es die implizite Volatilität und auf diese implizite Volatilität basieren auch die ganzen Volatilitätsindikatoren, die wir auf den nächsten Folien sehen werden. Die implizite Volatilität ist die im Markt erwartete Volatilität. Die Berechnungsgrundlage für die implizite Volatilität sind verschiedene Marktpreise, Marktparameter, womit man dann die implizite Volatilität ableiten kann. Also die implizite Volatilität ist auch die Volatilitätskennzahl, die dazu führt, dass ein entsprechend strukturiertes Produkt einen entsprechenden Wert haben kann. Also die implizite Volatilität hat Einfluss auf Preise von verschiedenen strukturierten Produkten oder auch teilweise andere Finanzprodukte. Also das ist ganz einfach erklärt, was die Volatilität ist. Sehr wichtig ist, die Unterscheidung zu halten oder die Trennung zu machen zwischen der historischen und der impliziten Volatilität. Die Volatilität, worüber ich jetzt auf den nächsten Folien sprechen werde, da geht es primär um die implizite Volatilität. Also, wie sieht die Volatilität aus im Vergleich zu einem Aktienindex? Sie sehen jetzt hier eine Grafik. Einmal sind hier diese orange Linie und das ist der Kursverlauf vom S&P 500 seit März 2008 bis Juli 2013. Die graue Linie hier, das ist der Volatilitätsindikator für den S&P 500, der ist bekannt als VIX. Den haben Sie bestimmt schon mehrere Orte gehört. Also, was fällt hier auf dieser Grafik erstmal auf? Also es gibt zwei Punkte, wo ich hervorheben möchte, die eigentlich ziemlich ersichtlich sind. Einmal sehen wir, dass der VIX, der Volatilitätsindikator für den S&P 500, sich gegenläufig dem S&P 500 Aktienindex verhält. Das heißt, da ist eine relativ starke negative Korrelation. Auf diese Periode ist auf die Periode seit Anfangsjahr ist die negative Korrelation vom VIX gegenüber den S&P 500 minus 0,81%. Das ist eine sehr starke negative Korrelation. Also das ist der erste Punkt, der hier sofort auffällt. Dann gibt es noch einen zweiten und da müssen Sie jetzt mal die verschiedenen Schwankungen vom S&P 500, den Aktienindex, gegen den Volatilitätsindex, den VIX, vergleichen. Sie sehen, beispielsweise hier in diesem Zeitraum ging es stetig langsam nach oben, kleinere Schwankungen, aber hier drin haben wir größere Schwankungen. Oder ein konkretes Beispiel, im Herbst 2011 hatten wir einen Mini-Crash. Da hat sich der S&P 500 mehr oder weniger innerhalb von ein paar Tagen minus 18, minus 20% negativ bewegt. Im gleichen Zeitraum ist der VIX-Index, der Volatilitätsindikator auf den S&P 500, wir nehmen die rechte Skala hier, von 20, sagen wir mal 20, dem Mittelwert, bis über 40, 45, 50 gestiegen. Das heißt, eine Zunahme von über 100%. Also einmal haben wir hier eine negative Performance von minus 20%, der Volatilitätsindikator, den VIX, allerdings ist plus 100%. Das heißt, die Schwankungen bei der Volatilität sind sehr dynamisch. Für eine Standardschwankung im Aktienindex, wenn Sie bei der Volatilität eine hohe Schwankungsbreite haben. Zu diesem Punkt werde ich immer wieder kommen. Also man sagt eigentlich, dass die Volatilität von der Volatilität sehr hoch ist. So, kommen wir zur nächsten Folie. Weswegen verhält sich die Volatilität so? Also einmal, es gibt eine Faustregel, das nehme ich schon mal vorweg, wenn die Märkte sich nach unten bewegen, steigt eher die Volatilität. Wenn sich die Märkte beruhigen oder nach oben gehen, dann sinkt die Volatilität. Das ist, weil wenn es eine Kurskorrektion gibt bei einem Aktienindex beispielsweise, dann steigt ein bisschen die Unsicherheit in dem Markt und somit wird es auch schwieriger, genau zu bestimmen, wo die Aktien sich in, sagen wir, 3-4 Monate bewegen werden. Also wenn wir eine Korrektur haben von minus 20%, dann wird es für den Markt schwieriger beurteilen zu können, wo überhaupt in der Zukunft dieser Index oder die Aktien sich behalten werden. Die Unsicherheiten steigen und somit steigt auch die Kursschwankungsbreite und somit
Anders gesagt, ist die Volatilität gestiegen. Zudem, bei Kurskorrekturen gibt es oft auch eine Erhöhung der Liquidität im Markt, was dazu führt, dass also diese Liquiditätserhöhung kommt daher, dass wenn sich die Kurse nach unten bewegen, Portfolien neu ausgerichtet werden müssen oder auch verschiedene Market Orders ausgeführt werden. Wenn Sie Minimit Order haben, dann gibt es eine Korrektur nach unten, dann wird diese ausgeführt oder nicht ausgeführt etc. Das führt alles dazu, dass die Liquidität steigt und die Kursschwankungen generell höher sind. Eine weitere Eigenschaft von der Volatilität ist, dass die Volatilität auf Zeit immer wieder zu seinem Mittelwert zurück tendiert. Gehen wir hier Subprime-Krise-Zeit wieder zurück. Herbst 2008 ist die Volatilität abrupt sehr stark gestiegen, weil die Märkte sich nach unten bewegt haben. Vielleicht kurz eine Erklärung zu dieser Grafik. Hier diese orange Linie, das ist nicht der Kursverlauf vom S&P 500, sondern das ist nur der Kursverlauf vom WIX, vom Volatilitätsindikator auf den S&P 500. So, die Volatilität ist hier sehr stark gestiegen. Über die nächsten Monate allerdings, wo sich die Märkte dann erholt haben, hat sich die Volatilität wieder zu seinem Mittelwert von rund 20-25% zurückgefunden. Das nennt man im Fachjargon Mean Reversion. Danach gab es wieder eine Korrektur im Markt. Die Volatilitäten sind entsprechend gestiegen. Über die nächsten darauffolgenden Monate hat sich die Volatilität wieder zu seinem Mittelwert zurückgefunden. Hier das Beispiel von vorhin, der Mini-Crash im Ende Sommer 2011, das gleiche Bild, Volatilität gestiegen. Danach hat sich die Volatilität wieder zu seinem Mittelwert zurückgefunden. Also die Schwankungsbreiten können innerhalb von der Volatilität sehr hoch sein, findet allerdings immer wieder zu seinem Mittelwert zurück. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft von der Volatilität, für wenn Sie in die Volatilität direkt investieren wollen, sich diese Eigenschaft bewusst sein müssen. So, das war so mehr oder weniger die Eigenschaften von der Volatilität. Was es auch noch zu erwähnen gilt, ist, dass es verschiedene Volatilitätsindikatoren gibt. Also, wir haben hier bis jetzt immer von VIX gesprochen, den Volatilitätsindikator auf den S&P 500. Wir haben allerdings hier auf der blauen Linie den VSTOX. Das ist das gleiche wie den VIX, einfach auf den Dow Jones All-Stocks 50. Die orange Linie ist der VDOX, der Volatilitätsindikator auf den DAX. Dann haben wir hier den S&P 500, die blaue Linie. Und dann zu unterst die rötliche braune Linie, das ist der Volatilitätsindikator des SMIs. Die Korrelation zwischen diesen Volatilitätsindikatoren sind mittelmäßig bis relativ stark, also von 0,55 bis 0,83%. Nichtsdestotrotz müssen Sie wissen, was Sie sich ins Portfolio reinlegen. Hier spreche ich ganz kurz ein Thema an, das wir in einer zukünftigen Präsentation, ich glaube nächste Woche auch, behandeln werden, ist, dass Sie müssen wissen, was ein Index überhaupt repliziert. Denn wenn Sie Ihr Portfolio primär auf Schweizer Aktien ausgerichtet haben und Sie eine Volatilitätsdiversifikation ins Portfolio reinlegen wollen, dann müssen Sie wissen, dass wenn Sie ein Produkt von VIX sich ins Portfolio reinlegen, haben Sie eine Volatilitätsrepräsentation von S&P 500 Aktien und nicht SMI Aktien. Also das müssen Sie wissen. Also da geht es darum, passt das Produkt überhaupt in meine Anlagestrategie rein, passt es überhaupt geografisch in den Bereich, der mich eigentlich interessiert. So, und jetzt kommen wir zu Eigenheiten von der Volatilität. Wenn ich jetzt vielleicht doch nochmals ein paar Folien zurückgehe, auf diese Grafik hier, wo wir den Vergleich vom S&P 500 gegen den VIX zeigen, sehen wir eine sehr starke negative Korrelation. Vor ein paar Jahren, als ich mich das erste Mal ein bisschen genauer mit diesem Thema der Volatilität auseinandergesetzt habe, habe ich erstmal gedacht, das ist ja ein perfektes Produkt, um sich gegen negative Kursschwankungen abzuhedgen. Das ist mit der Volatilität, mit den momentan zur Verfügung stehenden Produkten im Schweizer Markt eine schlechte Idee. Und ich zeige Ihnen, weshalb das der Fall ist. So, hier, ich erkläre Ihnen erstmal diese Grafik. Die blaue Linie repräsentiert den Kursverlauf
vom VIX, vom Volatilitätsindex, auf den S&P 500 für einen Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr. Also da waren wir Anfangsperiode bei 24%, Ende Periode waren wir nicht viel tiefer, knapp unter 20%. Jetzt eine Person, die ein Produkt gekauft hat, das den Volatilitätsindex 1 zu 1 repliziert, also keine inverse Performance, sondern einfach eine 1 zu 1 Replikation vom VIX, hätte allerdings für diese Periode, wo sich der VIX seitwärts bewegt hat, eine starke negative Performance gehabt von rund minus 85%. Dieses Produkt ist zwar nicht von der Commerzbank, von einem Competitor von uns, aber ich will jetzt den Namen nicht erwähnen, aber die Idee dieses Produktes war einfach long, sich am Kursverlauf von VIX zu partizipieren. Die Investoren, die eigentlich eine seitwärts bewegende Marktentwicklung erwartet hätten, haben eine böse Überraschung gekriegt, weil sie einen negativen Kursverlauf von minus 85% gehabt haben. Wie kommt das? Also, um ein Produkt auf irgendeinen Volatilitätsindex replizieren zu können, müssen wir Terminkontrakte anwenden, müssen wir Futures ins Produkt reinlegen. Das ist das gleiche, wie wenn Sie ein Produkt auf beispielsweise Öl oder sonst einen Rohstoff kaufen, da werden als Produkt, das ins, als Basiswert, das Ihr Produkt repliziert, werden Terminkontrakte, Futures benutzt. Wir wissen, dass diese Futures alle eine beschränkte Laufzeit haben und wenn diese verfallen sind, müssen wir den nächstfälligen Future oder den übernächstfälligen Future, kommt ganz auf die Strategie drauf an, muss man sich ins Produkt reinrechnen. So, jetzt haben wir hier eine VIX-Future-Kurve, die ist ein bisschen älter, aber für die Illustration dieses Themas reicht das durchaus aus. Hier unten, diese 14,67, das ist der Spot, das ist der aktuelle Wert vom VIX-Index. 15,26, das ist der aktuelle Wert des nächsten Futures mit der nächsten Fälligkeit. Das war in diesem Beispiel März, also der Future mit Verfall März 13. Der April 13 Future hatte einen Wert von 15,82%, der Mai 13 Future von 16,46 und es geht immer so weiter so hoch. Der Markt, also warum haben wir hier eine steigende Kurve, die nennt man im Fachjargon auch Contango. Warum steigt die ganze Zeit? Das ist, weil der Markt generell bei Volatilität, aber auch bei anderen Basiswerten eine sogenannte Risikoprämie einpreisen. Also das ist, wo der Markt vielleicht in einem Monat inklusive Risikoprämie die Volatilität aus heutiger Sicht sieht. Jetzt diese Eigenschaft von diesen Futures ist, dass wenn ein, je näher sich der Future an sein Verfalldatum nähert, desto mehr bewegt er sich in der Region vom aktuellen Spot. Das heißt, der Spot ist 14,67. In einem Monat, also der Ein-Monats-Future liegt momentan bei 15,26. Je näher wir uns ans Verfalldatum von diesem März-Future bewegen, desto näher wird er am Spotpreis sein. Ich nehme jetzt ein rein theoretisches Beispiel, das ist ein bisschen absurd, aber zur Illustration. Würde sich der Spot bis zum Verfall vom März-Future nicht bewegen, dann wäre ein paar Tage vor Verfall von diesem März-Future der Preis nicht mehr bei 15,26, sondern bei 14,67. Ich habe hier eine andere Grafik dargestellt, um das anders zu präsentieren. Erstmal die orangige Linie, das ist der Kursverlauf, also der Spotpreis vom VIX-Future. Die dunkelgraue Linie ist der Kursverlauf vom nächstfälligen Future. In diesem Beispiel wäre das der April-Future. Sie sehen, dass je näher man sich hier ans Verfalldatum von diesem Future bewegt, desto näher bewegt sich der Preis zum aktuellen Spot. Die Korrelation von diesem Spot-Future ist auch kurz vor Verfall am höchsten zum Spot. So, jetzt sehen wir, gehen wir jetzt nochmals zurück, Entschuldigung, zu dieser Grafik. Wenn ich jetzt hier bei 15,26 für diesen Future zahle und sich dieser Future jedes Mal, je näher er sich an sein Verfalldatum nähert, an Wert verliert und sich das mehrmals repliziert, jedes Mal wir einen neuen Future kaufen müssen, bei einem seitwärts bewegenden VIX
oder sogar leicht negativ tendierenden, wenn wir immer eine negative Performance haben. Und das ist dann der Grund, weshalb wir eine Performance-Kurve von einem Long-Only-Produkt auf dem VIX mit einer negativen Performance so haben. Und das muss man jetzt wissen. Das ist der Grund, weshalb viele Anleger, die sich jetzt nur eine Long-Only-Position auf den VIX ins Portfolio reingelegt haben, um sich gegen potenzielle Kursrückschläge abzusichern, eine böse Überraschung hatten und auf längere Zeit eigentlich eine negative Performance hatten, obwohl sich der VIX nur seitwärts bewegt hat. Findige Anleger werden jetzt natürlich sehen, okay, da bietet sich natürlich auch eine Gelegenheit und das ist auch durchaus der Fall. Ich erkläre jetzt mal diese Grafik. Die blaue Linie ist die Kursbewegung wieder vom VIX, vom Volatilitätsfutur auf dem S&P 500. Die gelbe Linie ist die Kursbewegung von einer Long-Only-Produkt auf dem VIX. Die rosa Linie hingegen ist die Kursbewegung von einem Short-Produkt auf dem VIX-Future, der bei fallenden Preisen vom VIX an Wert gewinnt. Und in einem Zeitraum, wo sich die blaue Linie, also der VIX-Index, seitwärts bewegt hat, haben Anleger mit einer Short-Position entsprechend schöne, attraktive Renditen über eine Periode von ein paar Monaten, eine Rendite von plus 80% erwirtschaften können. Das klingt alles ganz schön und das ist durchaus eine potenzielle Strategie für ruhige Zeiten. Nur Anleger, die diese Strategie verfolgen, müssen aufpassen. Denn, was wir auf einer der ersten Folien gesehen haben, der VIX ist sehr dynamisch. Bei einem Kursrückgang vom Aktienindex von 18% hat sich der VIX um über 100% in die Höhe bewegt. Wenn Sie natürlich short investiert sind, wenn Sie auch eine entsprechende negative Performance haben, wie Sie das hier gerade sehen. Also der Anleger, der von Anfang an während dieser Periode dabei war, hat natürlich einmal über 100% Gewinn gehabt, dann gab es eine Korrektur, der VIX ist in die Höhe gesprungen, mit seiner Short-Position hat er entsprechend Wert verloren, aber trotzdem unter dem Strich hat er eine Performance von, sagen wir, plus 70% gehabt. Nur der Anleger, der etwas später eingetragen ist, hat natürlich innerhalb kurzer Zeit entsprechend an Wert verloren. So, die eine Strategie ist, bei ruhigen Märkten kann man durchaus short investiert haben, aber man muss auf der Hut bleiben, dass es einem hier nicht erwischt. So, was will ich jetzt eigentlich damit sagen? Produkte, die Ihnen erlauben, sich auf dem VIX Future entweder nur long oder short zu positionieren, sind eher kurzfristige Anlagen, die durchaus interessante Gelegenheiten bieten, aber vor allem für den versierten Anleger, weil die Volatilität doch seine eigenen Regeln, seine eigenen Gesetze hat. Anleger, die allerdings Volatilität sich ins Portfolio reinlegen wollen, nicht als Hedge, sondern als reine Diversifikation, die finden Produkte im Markt, die eine entsprechende Strategie verfolgen, die ich Ihnen nachher auch gleich präsentieren werde. Also, das war mehr oder weniger schon der theoretische Teil dieser Präsentation. Zu den Produkten für den sehr risikofreudigen Anleger bieten wir bei der Commerzbank sogenannte Faktorzertifikate. Das sind diese oberen 8 Produkte. Da Faktorzertifikate, ganz kurz erklärt, sind Produkte, womit Sie gehebelt an einem Kursverlauf eines Basiswertes partizipieren können. Wenn Sie wir bieten Faktorzertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe etc. oder Zinsen bieten wir auch an. Aktien, Faktorzertifikate haben beispielsweise Faktorhebel von 3, 4 oder 5. Das heißt, wenn die Aktie sich an einem Tag um 3% an Wert gewinnt und Sie haben einen dreifachen Hebel, dann haben Sie 9% an Wert gewonnen. Das auf tägliche Basis berechnet. Ganz kurz erklärt. Wir haben bei den Faktorzertifikaten auf dem VIX allerdings sehr niedrige Hebel und das ist bewusst so ausgesucht. Also einen einfachen Hebel, das ist natürlich gar nicht gehebelt, das ist ein reines Partizipationsprodukt, aber der Hebel ist bewusst sehr niedrig ausgesucht worden, weil der Basiswert an sich, wie wir jetzt heute gesehen haben, selber sehr dynamisch ist.
Faktorzertifikate mit einem negativen Hebel sind für die Short-Position. Also um quasi eine Short-Position auf dem WIX zu fahren, würden Sie beispielsweise ein -1-Faktorzertifikat suchen. Diese Produkte, wie gesagt, sind allerdings nur für sehr risikofreudige Anleger, die sich durchaus mit der Volatilität-Thematik auseinandergesetzt haben. Die Anlageprodukte, die wir hier auch offerieren, dazu werde ich jetzt gleich noch kommen, sind Anlagestrategien auf Volatilität. Das sind allerdings auch Produkte für versierte Volatilitätsanleger, die ein Produkt suchen, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Wie sehen diese Strategien genau aus? Wir bieten zwei Strategien an. Und vielleicht vorweg zu sämtlichen Produkten, weil die Präsentation wurde bewusst primär auf den theoretischen Teil ausgerichtet. Das war uns wichtig, die Eigenschaften der Volatilität Ihnen heute präsentieren zu können. Der Fokus lag nicht auf die Produkte. Sollten Sie sich allerdings mehr für diese Produkte, die ich jetzt wirklich ganz kurz anspreche, mehr interessieren, dann können Sie uns natürlich jederzeit anrufen, eine E-Mail schreiben oder auf der Internetseite entsprechend die Dokumentation runterladen. So, das erste Anlageprodukt ist unsere Equity Volatility Balance Strategie. Was wir hier haben, ist ein Produkt, das quasi diese Überwachungsnotwendigkeit bei Volatilitätsanlagen übernimmt. Das erste Produkt ist mehr oder weniger eigentlich nur, dieses erste Produkt geht darum, sich eine attraktivere Long-Position, Long-Volatilitätsposition ins Portfolio reinzulegen. Wenn die Terminkurve bei den Aktien, bei den VIX-Futures in Contango sind, dann sind sie zu 40% Short investiert und zu 60% in 3-Monats-Future Long investiert. Sie sehen, dass diese Position fahren Sie immer, wenn wir hier im hellgrauen Bereich sind. Sollte sich die Terminkurve von Contango in Backwardation bewegen, das heißt die Volatilität ist angestiegen, dann sind Sie dann zu 100% in 3-Monats-Future investiert. Das sind diese grauen Bereiche. Sie sehen die Renditen, das ist Backtesting und da muss ich auch noch erwähnen, dass Renditen, die auf Backtesting berechnet worden sind, ist keine Indikation für die Zukunft, aber die Renditen sahen relativ attraktiv aus. 2008 die Jahresrendite 86%, 2012 plus 34%. Das gesagt, selbst diese Anlagestrategie kam mit einer sehr hohen Volatilität einher. Und trotzdem, auch wenn es eine positive Rendite ist, die Großchancen waren entsprechend hoch. Wir haben zusätzlich noch eine Plusstrategie. Das ist noch eine aggressivere Strategie. Wenn die Terminkurve im Contango ist, sind Sie zu 100% im Front-Month-Future, also der Future mit der nächsten Fälligkeit, zu 100% sind Sie short investiert. Sobald sich die Terminkurve in Backwardation bewegt, somit die Volatilitäten stark angestiegen sind, dann sind Sie dann zu 100% im 3-Monats-Future long investiert. Die Renditen sind hier sogar noch stärker, aber wie Sie sehen, die Volatilitäten von diesen Produkten sind ebenfalls, von diesem Produkt ist ebenfalls einiges höher, sogar als die Balance-Strategie. Unser Structuring hat noch eine Folie hier vorbereitet, wie das in einem Portfolio-Kontext beispielsweise aussehen könnte. Also es geht nicht darum, diese Produkte als Hedge ins Portfolio reinzulegen, sondern eigentlich als Diversifikation, als Ergänzung zu einem bestehenden Portfolio. Das sind auch wieder Zahlen basierend auf Backtestings, das ist keine Garantie für Zukunftsentwicklung, aber wenn Sie sehen, also der SPXTR, dieser Code, das ist der Total Return, das ist der S&P 500 Total Return Index, der hat für eine Periode von 2008 bis dieses Jahr eine jährliche Performance von 5,3% gehabt. Hätten Sie die Balance-Strategie zu 5% in dieses Portfolio ergänzt, wäre Ihre Performance von 5,3% auf 10,9% gestiegen. Das sind rein theoretische Berechnungen auf historischen Zahlen, aber es illustriert halt einfach, wie man beispielsweise ein Volatilitätsanlageprodukt als Diversifikation ins Portfolio mit reinlegen könnte. Das war es eigentlich schon von meinem Teil. Vielleicht als Fazit zur Volatilität, dass die Volatilität für den risikofreudigen Anleger
Gelegenheiten bietet, also für den Anleger, der eher spekulativ kurzfristig Bewegungen im Markt sieht, durchaus mit dem Faktorzertifikaten beispielsweise dort sich im Markt positionieren könnte. Für den Anleger, der Interesse zeigt, eher längerfristig Volatilität ins Portfolio reinzulegen, dass der sich durchaus unsere Anlage-Volatilitätsprodukte anschauen könnte als Diversifikation, als Ergänzung zum bestehenden Portfolio, vorausgesetzt, dass er bereit ist, Volatilitäten von amerikanischen Aktien sich ins Portfolio einzulegen. Sämtliche Volatilitätsanlagen allerdings sind mit entsprechend hohen Preisschwankungen verbunden. Und vielleicht noch als letzte Ergänzung, das war jetzt natürlich relativ kurz, kompakt erklärt, sollten Sie zu dieser Präsentation oder Dokumentation, die wir bei uns auf der Internetseite drauf haben, wo wir das Thema Volatilität auch behandeln, weitere Fragen haben, bitte bei uns anrufen. Wir sind hier in Zürich, sind wir drei Personen, also hier oben sind Sie meine Wenigkeit und dann habe ich zwei Kollegen, Herr Pribram und Herr Stocker, und wir haben immer Freude, wenn wir Ihnen entsprechende Auskunft geben könnten. Das war jetzt eigentlich zum theoretischen Teil und somit, Simon, würde ich mal das Mikrofon an dich weitergeben, damit wir dann auch entsprechende Handelsstrategien anschauen können. Also meinerseits schon mal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Dominik, danke für diese wunderbare Präsentation. Also ich fand es auch sehr interessant. Es war fundiertes Wissen in kurzer Zeit vermittelt. Ich nehme an, es hat den Leuten gut gefallen. Jetzt ganz kurz eine Frage, Dominik. Soll ich kurz mal im Chat Fragen zulassen? Also falls jemand fragt. Sehr gerne. Ja, also falls jemand jetzt bereits Fragen hat, schreiben Sie es bitte einfach kurz rein. Dann kann Dominik direkt darauf antworten. Dieses Produkt, das du da vorgestellt hast mit dieser schönen Rendite, gibt es dazu eigentlich auch eine WKN? Dazu gibt es eine WKN, die habe ich jetzt hier. Also dieses Produkt gibt es in Deutschland wie auch in der Schweiz. In Deutschland gibt es eine WKN, richtig. In der Schweiz haben wir auch Symbole oder Valornummer für die Schweizer Produkte. Ich habe die jetzt gerade nicht präsent, aber die werden bei uns alle auf der Internetseite ziemlich prominent ersichtlich. Und falls es da Probleme gibt, die Valoren oder Symbole zu finden, einfach E-Mail schreiben oder kurz durchklingen. Okay. Dann würde ich sagen, wir können ja am Ende von meinem Vortrag auch noch eine weitere Fragerunde machen. Es kommen jetzt gerade keine weiteren Fragen rein, darum würde ich jetzt einfach weitermachen. Besten Dank. So, dann mache ich mich mal zum Moderator. Und dann dürfte man meinen Bildschirm auch gleich sehen. So, Sie müssten jetzt meine Präsentation erkennen. Wenn jetzt kein Widerspruch im Chat kommt, dann gehe ich davon aus, dass es so ist. Moment, ich mache noch Vollbild, damit Sie das besser sehen können. Okay. Also, ich mache jetzt weiter. Ich werde eine konkrete Trading-Strategie vorstellen, die auf Basis der Volatilität arbeitet, um Trades zu identifizieren. Die Trading-Strategie stammt aus dem Buch von Linda Reschke, Top Trading-Gewinne. Linda Reschke ist eine amerikanische Profi-Traderin, die seit 30 Jahren handelt und in den USA über einen sehr großen Bekanntheitsgrad verfügt. Das Interessante und Effektive für Trader ist, dass sie Strategien verwendet, die ein striktes Risikomanagement ermöglichen. Das heißt, jetzt veranschaulicht ausgedrückt, wir haben bei Linda Reschke, nach deren Strategien haben wir Signale, die treten jetzt auf und sofort weiß ich, wo ich mich über einen engen initialen Stoppkurs absichern kann. Ich werde zunächst anfangen, dass ich ein paar grundlegende Regeln von Linda Reschke aufführe und dann werden wir uns mit der Strategie Toby Grable und die historische Volatilität beschäftigen. Das ist ein Handelsansatz, der darauf basiert, dass wir Aktien suchen, die früher stark in Bewegung waren, die jetzt aber weniger stark in Bewegung sind, also wo die Schwankungsfreudigkeit deutlich zurückging und wo wir dann auf einen Volatilitätsausbruch setzen, der auch von den Preisen in eine
Richtung Long oder Short begleitet wird. Linda Reschke sagt über ihren Trading-Stil, dass sie sich nicht auf Indikatoren konzentriert, sondern auf die relevanten Chartmarken. Und die relevanten Chartmarken sind die Hochs und Tiefs, die eigentlich jeder Trader auf dem Schirm hat. Sie alle werden ja diesen schönen Effekt kennen, dass sie beim Trading irgendwo ein relevantes, signifikantes, lokales Tief entdecken. Dann setzen sie ihren Stop-Loss kurz darunter. Der Stop-Loss wird rausgenommen und dann geht es auch wieder nach oben. Das ist nicht immer unbedingt Zufall. Das kann auch daher kommen, weil einfach, weil ganz viele Trader diese Marke unter Beobachtung haben und ihr Handeln dann auch an solchen bedeutsamen Marken ausrichten, die von allen beachtet werden. Das ist eine der Grundpunkte der Philosophie von Reschke. Keine Indikatoren, sondern nur der Preischart und dann auf die Marken schauen, die auch jeder andere Trader vermutlich auf der Rechnung hat. Linda Reschke nutzt mechanische Systeme für den Einstieg. Den Ausstieg macht sie diskretionär. Das ist eine sehr interessante Kombination. Ich finde sie so interessant, weil es ermöglicht, dass man den Einstieg systematisieren kann. Man hat immer wiederkehrende gleiche Muster, die man verwendet, um in einen Trade hineinzufinden. Den Ausstieg macht sie nicht mehr mechanisch, den macht sie nach durchaus abgesteckten Regeln, aber sie hat da Spielraum, sich zu entscheiden, wann sie einen Trade beendet. Jetzt komme ich dann auch gleich zu ihrer wichtigsten Grundregel. Hier habe ich Ihnen einige Grundregeln mal aufgeschrieben. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen. Ich möchte mich auf zwei davon konzentrieren. Die erste ist, sie sagt, dass Trading nur dann stattfinden sollte, wenn deutlich erkennbare und zuverlässige Muster vorliegen. Das heißt, als Trader, ich kenne das selber auch, ich trade ja selber seit 15 Jahren, man hat das größte Problem, ist die Ungeduld. Man sitzt vor dem Rechner, vor dem Trading Desk und hat hunderte von Charts, hunderte von Kursen und dann fängt an, so richtig der Finger auf dem Mauszeiger zu jucken ein bisschen. Man möchte abdrücken, man möchte einen Trade eingehen. Aber das Entscheidende beim Trading ist, dass man 98% der Zeit verbringt man ja mit Beobachten und Warten. Da passiert eigentlich nicht viel. Man wartet auf einen guten Einstieg. Und das sagt auch Linda Reschke. Erst dann traden, wenn deutliche, zuverlässige Muster vorliegen, die wir aus unseren Erfahrungswerten kennen und beurteilen können. Wenn diese Muster nicht vorliegen, dann einfach mal nichts machen und stillhalten. Dann ist ihre vielleicht wichtigste Regel. Und das sehen wir jetzt auch gleich bei der Trading-Strategie, die ich vorstellen werde. Wir setzen immer nach Linda Reschke Initial Risk Stops. Sobald wir einen Trade aufmachen, dann gibt es bei Linda Reschke nicht dieses Phänomen, dass man einen Trade aufmacht und dann nicht so richtig weiß, wann gehe ich jetzt wieder raus. Sondern sobald wir reingehen, wissen wir, wie und wo wir uns absichern. Das waren einige der Grundregeln. Jetzt mache ich weiter mit dem Regelwerk, das Linda Reschke für die Volatilität aufgestellt hat oder das sie als Begründung dafür verwendet, dass man als Trader eine Strategie auf Basis der Volatilität fahren sollte. Sie sagt, die Volatilität läuft einigermaßen zyklisch. Sie kennen das ja und das hat ja auch, das kam vorher in der Präsentation vom Dominik auf Seite 7 wunderbar zum Vorschein. Der Markt wechselt sich ja ab, dass die Volatilität in die Höhe springt. Das geht meistens sehr schnell und dann normalisiert sie sich wieder. Dieser Mean Reversion Effekt. Und wir haben einen ganz großen Vorteil bei der Volatilität gegenüber dem Preis. Wenn die Volatilität sich mal in eine Richtung entfaltet, dann sind diese Bewegungen meist gleichmäßiger, schreibt Linda Reschke. Das heißt, wir haben in gewisser Weise zwischen den Renditen der Volatilität eine etwas höhere Autokorrelation als bei Preisbewegungen. Und diese höhere Autokorrelation bei den Trends hilft uns, dass wir systematisch Trades auf Basis der Volatilität bestimmen können. Und wie das geht, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Oder vorher noch eine persönliche Meinung von mir, warum es sich lohnt,
dass man Preisstrategien, die man verwendet, um den Einstieg in einen Trade zu finden, dass man die kombiniert mit Strategien, die den Einstieg auf Basis der Volatilität finden. Warum ist das sinnvoll? Unser Ziel muss doch sein, dass wir als Trader 10 Strategien haben, um ein Beispiel zu nennen, nenne ich jetzt einfach mal 10, dass wir viele verschiedene Trading-Strategien haben, die positive Erwartungswerte für uns langfristig generieren, mit denen wir langfristig durchaus Gewinne einfahren. Und diese 10 Strategien sollten untereinander so wenig wie möglich korreliert sein. Mal ein Beispiel, was es jetzt ganz anschaulich bedeutet. Wenn ich Trendfolgetrading betreibe und ich kaufe 20 Tageshochs, ich kaufe 52 Wochenhochs und ich kaufe Jahreshochs. Nee, ist das gleiche. Und ich kaufe 3 Jahreshochs. Dann setze ich mich, dann habe ich zwar 3 verschiedene Trendfolgestrategien, aber vermutlich nehme ich mit diesen 3 Strategien immer, gehe ich vermutlich das gleiche Risiko ein. Sprich, wenn der Markt auf einmal ganz plötzlich korrigiert, dann wird es mir meine ganzen Trendfolgestrategien, wird es mir vermutlich vom Himmel holen und ich habe im Endeffekt ein sehr hohes Beta, eine sehr hohe Marktsensitivität im Depot. Das Ziel muss also sein, dass wir neben diesen Trendfolgestrategien noch andere Arten von Strategien haben, die komplett anders laufen, die sich komplett anders verhalten als diese Trendfolgetrades. Und um eine solche Strategie handelt es sich bei Toby Grable und die historische Volatilität. Toby Grable hat ein paar Formationen vorgestellt, die dann von Linda Reschke und Lawrence Connors kombiniert wurden zu einem kombinierten Handelsansatz. Vielleicht möchte ich es so ausdrücken. Die Strategie besteht aus 3 Komponenten, die ich nun vorstellen werde. Einmal aus dem Kursmuster, zweitens auf dem Volatilitätsindikator und dann drittens aus der Triggermarke, die sagt, wann wir die Trading-Position eröffnen. Wir spekulieren hier nicht direkt auf eine Veränderung der Volatilität, sondern wir nutzen diese, um gute Einstiegssignale für Trades, entweder long oder short, zu finden. Und um das auf die Produktwelt zu übertragen, auf die derivative Produktwelt, wenn Sie zum Beispiel ein Signal haben bei einer großen Schweizer Aktie, dann würden Sie hier zum Beispiel für solche kurzfristigen Bewegungen auch die Faktorzertifikate anbieten, die Commerzbank ja oder für die die Commerzbank ja sehr bekannt ist. Weil Sie damit einfach ganz gezielt in eine Richtung mit einem ganz klaren Hebel definieren können. Nun möchte ich aber zunächst einmal die Strategie vorstellen. Also der erste Bestandteil von Toby Grable und die historische Volatilität sind Kursmuster. Es müssen Kursmuster auftreten. Derer gibt es 2. Es gibt den Inside Day. Den Inside Day müsste eigentlich jeder kennen. Wie ist der definiert? Der ist so definiert, wir haben eine Handelsspanne am gestrigen Tag und die Kursbewegung am heutigen Tag verläuft komplett innerhalb der Handelsspanne des gestrigen Tages. Hier habe ich ein Beispiel aufgezeichnet mit Balkencharts. Wir haben gestern einen großen Balkenchart und hier einen Balkenchart, der sich komplett innerhalb dieser Handelsspanne befindet. Das ist ein Inside Day. Das zweite Kursmuster, das wir kennen müssen, ist ein NR4-Tag, heißt der. Also das heißt Near Range übersetzt. Near Range 4 und 4 steht für Tage. Hier. Was steckt dahinter? Dahinter steckt ganz einfach, dass der heutige Handelstag, ich umkreise diesen mit dem Mauszeiger, dass dieser kleiner ist als die 3 Handelstage davor. Also der kleinste Handelstag der letzten 4 Tage. 1, 2, immer wenn ich die Maus klicke, dann springt meine Präsentation nach vorne. Komisch, habe ich auch noch nie gehabt. Aber egal. Also, wir haben den kleinsten Handelstag innerhalb der letzten 4 Handelstage insgesamt. Das ist ein NR4-Tag. Und nun kombinieren wir dieses Preismuster mit einem Volatilitätsindikator. Die historische Volatilität, das ist ja das, die basiert auf historischen Daten, die ist etwas anderes als die implizite Volatilität, aber die historische Volatilität können wir aus den Preisdaten berechnen. Ich habe hier mal aus dem Buch von Linda Reschke die Berechnung aufgezeigt. Sieht es wahnsinnig kompliziert aus, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Sie logarithmieren einfach die Renditen,
und dann berechnen Sie ganz klassisch daraus die Standardabweichung. Müssen Sie jetzt nicht weiter verstehen. Ich kann zusammenfassen, worauf es ankommt. Worauf kommt es an? Wir berechnen ein Maß für die Schwankungsfreudigkeit in den letzten 100 Tagen und ein Maß für die Schwankungsfreudigkeit in den letzten 6 Tagen. Und wenn wir diese historische 6-Tage-Volatilität teilen durch die historische 100-Tage-Volatilität, dann haben wir einen schönen Indikator, der uns eine ganz klare Aussage macht. Und wie lautet diese Aussage? Die Aussage lautet, wenn der Indikator klein ist, dann haben wir ein sehr, sehr ruhiges Kursverhalten im Vergleich zu dem, wie es die letzten 100 Tage in diesem Basiswert stattgefunden hat. Wir suchen also ganz gezielt Aktien, die in der Vergangenheit schön geschwankt haben, aber die jetzt sich sehr beruhigt haben, wo wir eine sehr enge Konsolidierung haben, wo wir sehr kleine Candles haben, wo wir sehr kleine Renditen haben. Jetzt haben wir die zwei Komponenten von der Strategie, Toby Grable und die historische Volatilität, kennengelernt und wir werden jetzt diese Komponenten zu einer Strategie zusammenbauen. Also, die Strategie sieht folgendermaßen aus. Der Volatilitätsindikator, der muss unter 50% liegen. Das bedeutet, wir haben ein relativ ruhiges Kursverhalten im Vergleich zu dem, wie die Aktie sich in den letzten 100 Tagen verhalten hat. Dann muss zusätzlich zu dieser Tatsache, dass wir ein ruhiges Kursverhalten haben, muss ein Inside Day oder ein NR4-Tag vorliegen. Warum? Jetzt fragen Sie sich, warum setzt Linda Reschke für diese Strategie noch einen Inside Day voraus? Warum reicht nicht allein dieser Volatilitätsindikator, der ja auf Basis von Standardabweichungen berechnet wurde? Weil, wenn zum Beispiel eine Aktie jeden Tag 1% steigt, es geht jeden Tag 1% Rendite, 1% nach oben, dann ist die Standardabweichung natürlich verschwindend gering. Aber der Trader hat natürlich einen anderen Eindruck. Für ihn steigt diese Aktie jeden Tag. Weil man bei der Volatilität aber die Standardabweichung der Renditen bestimmt, kann das auch ein Chart sein, der sich kontinuierlich nach oben schraubt. Und darum setzen wir noch die Formation voraus, dass wir wissen, okay, es gibt wenig Schwankung bei den Renditen und gleichzeitig haben wir noch eine Formation, wo ein Inside Day oder ein NR4-Tag vorliegt. Wenn eine solche Kombination von niedriger aktueller Schwankungsbreite vorliegt, mit einem Inside Day oder einem NR4-Tag, dann können wir einen Stop-Buy oder eine Stop-Sell-Order platzieren, um in den Trade reinzukommen. Und das möchte ich Ihnen nun auch anhand von Chartbeispielen zeigen. Ich verwende hier Originalbeispiele erst einmal aus dem Buch von Linda Reschke und zitiere hier auch noch einmal die Quelle. Also die Grafik ist ein Foto aus Top Trading Gewinne, ein Buch aus dem TM Börsen Verlag. Hier unten auf dem Chartbild erkennen Sie diesen Volatilitätsindikator. Der ist unter 0,5. Und wenn Sie hier an Punkt 1 sich mal angucken, dann hier ging es relativ unspektakulär mal seitwärts. Es gab nicht ganz so große Abweichungen, wie es diese eventuell und wie es diese in der Vergangenheit gegeben hat. Dann haben wir hier an Tag 1 wird dieser Volatilitätsindikator von unter 0,5 begleitet von einem Inside Day. Jetzt sieht das Regelwerk folgendermaßen aus. Wir platzieren eine Stop-Buy-Order über dem Moment, jetzt ist er wieder. Wir platzieren eine Stop-Buy-Order über dem Hoch dieses Inside Days. Und wir platzieren eine Stop-Sell-Order unter dem Tief des Inside Days. Das heißt, wenn aus dieser Phase der Beruhigung, der Kursberuhigung, ein Ausbruch stattfindet, dann gehen wir entweder long oder short. Und jetzt wieder, um auf die Produktwelt sprechen zu kommen, wenn ein solches Signal vorliegt, dann können Sie das zum Beispiel optimal abbilden mit den Faktorzertifikaten, die direkt von der Preisveränderung profitieren. Wir drehen hier das Konzept also etwas um. Wir profitieren nicht direkt von der Volatilität und deren Kursveränderungen, sondern wir verwenden sie als Signalgeber. Und warum tun wir das? Weil Linda Reschke eben festgestellt hat, dass Trends, die von einer
Oder ich möchte es anders formulieren. Linda Reschke hat vorgestellt, hat festgestellt, dass die Volatilität erstmal expandiert und dann sich kontra und dann sich irgendwann wieder zusammenzieht. Und diese Phasen der Expansion einerseits und der Kontraktion andererseits, die sind eigentlich schön gleichmäßig und schön absehbar. Und davon versuchen wir jetzt zu profitieren. Ich zeige mal noch ein anderes Beispiel. Auch hier haben wir jetzt wieder ein weiteres Chartbild. Ich werde nachher übrigens noch Beispiele aus den letzten Tagen zeigen. Auch hier haben wir wieder unseren Volatilitätsindikator, der unter 0,5 liegt. Dann haben wir hier einen NR4-Tag, das ist Tag 1, die kleinste Handelsspanne innerhalb der letzten 4 Tage. Dann platzieren wir unsere Stop-Buy-Order über dem Hoch von Tag 1 und unsere Stop-Sell-Order unter dem Tief von Tag 1. Und dann Tag 2 werden wir auf der Long-Seite eingestoppt. Dann spekulieren wir also auf steigende Kurse. Wo sichern wir uns ab? Das war ja eine der Grundregeln von Linda Reschke. Sie hat gesagt, sobald wir in einer Trading-Position drin sind, müssen wir sofort wissen, wann wir wieder rausgehen. Wann wir im Verlustfall wieder rausgehen. Die Absicherung würde jetzt hier sofort erfolgen, wenn wir hier long drin sind, sichern wir uns unter dem Tief, knapp unter dem Tief von diesem Tag 1, von diesem NR4-Tag, sichern wir uns ab. Also wir gehen rein und dann erfolgt sofort die Absicherung. Wir riskieren sehr wenig Geld. Und das ist eine Strategie, die man sehr gut mit Hebelprodukten umsetzen kann, weil sie eben kurzfristig angelegt ist. Und gerade wenn man mit Hebelprodukten arbeitet, wie mit Faktorzertifikaten, dann hat man ja hinten dran irgendwo Finanzierungskosten. Aber gerade für den kurzfristigen Zeitraum sind das eigentlich perfekte Produkte, um mit wenig Kapital eine gewisse Hebelwirkung zu entfalten. Jetzt nehmen wir an, wir sind hier long gegangen. Auf der Preisachse sehe ich, das ist ein Kurs von ungefähr 17,68 € wird das gewesen sein. Ich bin bei 17,68 € gehe ich long. Sagen wir mit einem Faktorzertifikat mit Hebel ungefähr 4. Dann wäre die sofortige Absicherung wäre bei 17,56. Das ist eine Notierung auf Dollarbasis, glaube ich. Das heißt, wir haben ein sehr geringes initiales Risiko. Aber wenn der Trade aufgeht, wenn quasi aus dieser Phase der Preisberuhigung, wenn aus dieser Phase der Konsolidierung ein neuer Trend entspringt, kann ich viel weit höhere Gewinne erwirtschaften, weil ich richtig liege, als der Verlust, den ich im Falle eines Misserfolgs einstreichen muss. Wir haben also langfristig ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist ermöglicht, dass ich diese Strategie auch bei geringen Trefferquoten nur hochprofitabel durchziehen kann. Also es reichen hier Trefferquoten von 30%, weil wenn ich falsch liege, werde ich mit ganz kleinen Verlusten ausgestoppt. Wenn ich richtig liege, dann kann sich von hier aus ein neuer Trend entfalten. Noch ein weiteres Beispiel. Auch hier wieder immer das gleiche Spiel. Der Volatilitätsindikator ist unter 0,5. Hier liegt ein Inside Day 4 an Tag 1 und ein NR4-Tag. Also eine perfekte Kombination. Ich lasse mich dann hier in den Long Trade einstoppen, also über dem Hoch von Tag 1. Und auch hier hat dann der entsprechende Future oder mit seinem Bond hier hat diese Anleihe nach oben durchgezogen. Und es wäre auch hier gleichermaßen erfolgt, wenn ich hier drin bin, sofort die Absicherung knapp unter dem Tief von Tag 1. So, jetzt habe ich Beispiele aus dem Buch gebracht und jetzt habe ich natürlich einige Beispiele auch noch aus den letzten Tagen mitgebracht, die Ihnen zeigen sollen, dass diese Art von Signalgenerierung eigentlich relativ häufig vorkommt. Oder was heißt relativ häufig? Wenn wir jetzt vom US-Markt ausgehen, werden wir vielleicht 15 Signale am Tag haben, 15 gute Signale. Am Schweizer Markt, denke ich, werden es dann 2 oder 3 sein. Also eine recht schöne Menge, die man überschaulich handeln kann. Ich muss Ihnen auch einen kleinen Ausblick mal geben. Sie sehen hier diesen Platinum Trader, die es bei Finanzen Net bereits gibt und den es bei Finanzen CH auch bald geben wird. Dahinter wird sich eine Screening-Software verbergen, mit der Sie ganz gezielt die Signale von der Strategie in Echtzeit angezeigt bekommen, die wir heute besprochen haben. Also von diesem Toby Grable, von dieser Toby Grable-Strategie. Das ist ein Ausblick. Und weil wir diese Software gerade noch für den Schweizer Markt zugänglich machen,
kann ich heute auch leider keine Beispiele aus der Schweiz präsentieren, sondern ich werde Beispiele vom deutschen Aktienmarkt und vom amerikanischen Aktienmarkt präsentieren. Wir haben hier einmal das Beispiel Volkswagen. Hier hatten wir einen Inside Day, den Indikator habe ich nicht wieder hier unten anzeigen lassen, aber der war unter 0,5. Und dann hier war das Signal. Das war quasi, das war glaube ich erst, das war gestern, genau. Gestern wurde bei Volkswagen nach diesem Inside Day kam hier dann der Breakout nach unten. Und der Kurs wurde dann sofort weiter nach unten durchgereicht. Nochmal ein weiteres Beispiel. Wir haben eine Salzgitter. Auch eine Salzgitter hat hier einen NR4-Tag hingelegt. Nee, hat hier einen NR4-Tag hingelegt. Und dann kam gestern der Ausbruch nach unten. Das ist anhand von dieser roten Linie markiert, die Preismarke, wo es nach unten ging. Gestern sind wir quasi in diesen Trade rein. Wir hätten uns sofort hier über diesen Hoch abgesichert. Und heute kam dann diese lange schwarze Candle nach unten. Das heißt, der Trade wäre ein voller Erfolg gewesen. Dann jetzt ein Beispiel aus den USA, das ich auch noch gefunden habe. Wir haben hier historische Volatilität, ist wieder unter 0,5. Also wir haben hier sehr kleine Candle, sehen Sie auch. Hatten wir hier vor 1, 2, 3, vor 4 Tagen diesen NR4-Tag. Diese wurde dann vor 3 Tagen nach unten verlassen. Seitdem geht es nach unten und der Trade wurde noch nicht per Stop beendet. Und das ist ja auch die Philosophie von Linda Reschke. Sie sagt, sie hat ganz klare Regeln beim Einstieg. Sie hat ganz klare Regeln, wie sie ihre Positionen absichert. Beim Ausstieg aber, da muss jeder Trader für sich eine gute Methodik finden oder ein gutes Gefühl dafür entwickeln, wie lange man einen Trade laufen lässt. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ob man ein erfolgreicher Trader wird, hängt langfristig nur davon ab, wie man seine Ausstiege gestaltet. Und das würde ich auch wirklich sofort unterschreiben. Einstiege kann man lernen. Einstiege kann man über Strategien lernen, man kann über Statistiken, kann man gute Chance-Risiko-Verhältnisse, kann man aus Einstiegsmustern ableiten. Das alles wird man hinbekommen. Aber wie lange man einen Trade laufen lässt, da entscheidet sich im Endeffekt, das macht die ganz großen Trader aus, die wir auch alle kennen aus Büchern wie Magier der Märkte oder von amerikanischen oder aus dem Traders Magazine und was es da nicht alles gibt. Die ganz großen Trader haben eigentlich alle das richtige Händchen dafür gehabt, um einen Trade, der in ihre Richtung lief, um den wirklich richtig auszureizen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie gehen hier quasi eine Short-Position ein, Sie haben dann ein Faktorzertifikat darauf mit, sagen wir, einem Hebel von ungefähr 5. Dann kann, wenn dieser Trade wirklich in Ihre Richtung läuft, dann kann das sehr schnell außerordentliche Renditen zum Ergebnis haben. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch ein weiteres Beispiel habe. Nein, ich habe jetzt kein weiteres dabei. Ich möchte nochmal sagen, warum ich jetzt keine Schweizer Aktien gebracht habe. Also wie gesagt, wir sind gerade dabei auf Finanzen.ch, aber sobald diese Platinum Trader Software dort auch integriert und verfügbar ist, dann werden Sie Screenings, dann werden Sie Echtzeitsignale nach dieser Strategie von Toby Grabe, werden Sie in Echtzeit zur Verfügung bekommen. Und das brauchen Sie. Sie können ja nicht die ganzen Schweizer Aktienmarkt manuell überwachen, das geht ja nicht. Also im Endeffekt, wir haben diese Software auch unter diesem Gesichtspunkt entwickelt, wie die meisten berufstätigen Trader auch vorgehen. Und so gehe ich mittlerweile auch weitgehend vor. Ich habe quasi meinen normalen Arbeitsplatz, können Sie sich vorstellen, der hat ganz normal zwei Monitore. Dann habe ich nebendran einen Schreibtisch und auf diesem Schreibtisch steht dann meistens mein Notebook. Diesen Notebook, da aktiviere ich dann diese Platinum Trader Software und aktiviere die akustische Signalgebung. Und dann werden die Märkte für mich komplett automatisiert überwacht. Und sobald ich dann ein Signal habe, kommt dieser akustische Hinweis irgendwie klingen oder man kann sich auch das per Sprachausgabe melden lassen. Und dann weiß ich, ein Toby Grable Signal ist zum Beispiel jetzt gerade bei einer Aktie aufgetreten. Das heißt, ich kann dann ganz zielgerichtet, werde ich aufmerksam gemacht, sobald es ein Signal gibt und kann dann meinen Trade, wenn ich das möchte, platzieren. So, jetzt habe ich einen sehr schnellen Überblick gegeben über diese Strategie von Linda Reschke. Ich gehe nochmal auf das Regelwerk zurück und würde jetzt im Chat mal
fragen oder würde Sie als Teilnehmer fragen, ob Sie Fragen haben. Dann nutzen Sie jetzt bitte die Chat-Funktion, um diese loszuwerden. Wir stellen übrigens auch Aufzeichnungen bereit. Das heißt, das Webinar, das wir jetzt gehalten haben, wurde aufgezeichnet. Das wird dann auf der Finanzen.ch-Webinare-Seite online gestellt. Und Sie haben dann die Möglichkeit, das sich nochmal anzugucken, auch mal vorzuspulen, zurückzuspulen, bis Sie dann alles gut verstanden haben. So, jetzt kommt eine Frage. Dominik, bist du noch da? Selbstverständlich, ja. Okay, es kommt gerade eine Frage an dich. Und zwar, wie siehst du die, oder ich lese einfach mal direkt vor, wie sehen Sie die Haltedauer von Faktorzertifikaten auf den VIX oder den V-Stocks? Ja, das ist eine gute Frage. Also Faktorzertifikate sind gehebelte Produkte, die die tägliche Wertentwicklung des Basiswertes mit einem entsprechenden Hebel replizieren. Und hier würde ich gern vielleicht unterstreichen, die tägliche Wertentwicklung. Das heißt, die Kursentwicklung hängt auch vom vorherigen Tag ab. Das heißt, wenn der Aktienkurs oder der Kurs des Basiswertes in die richtige Richtung geht, kann man durchaus drin bleiben. Aber sobald dass es Seitwärtsbewegungen gibt oder auch in die falsche Richtung läuft, wenn sie natürlich auch gehebelt entsprechend negativ beteiligt sein. Und somit ist die Haltezeit für ein Faktorzertifikat eher kurzfristig. Natürlich, wenn es richtig läuft, bleiben Sie drin, aber sobald es falsch läuft, raus oder sogar eine Seitwärtsbewegung, lieber raus. Ich würde sagen, die durchschnittliche Haltedauer, es hängt natürlich auch immer wieder mit dem Basiswert zusammen, aber die durchschnittliche Haltedauer ist 1 bis 2 Tage, nicht länger. Wir haben auch viele Anleger, vor allem jetzt gerade auf Volatilität, die gehen wirklich nur ein paar Stunden in das Produkt rein. Die versuchen die Bewegung entsprechend mitzumachen, genau eigentlich das gleiche Prinzip, wie du in deiner Präsentation vorgestellt hast, und sobald das die vorbei ist, wieder raus. Also genau, quasi, Entschuldigung, ja. Also so richtig schön geeignet für quasi Hit-and-Run-Strategien, wie man ja so schön sagt. Es ist, ich würde mal sagen, das ist die Stärke des Faktorzertifikates im Schweizer Markt, ist das das beste Produkt für eine Hit-and-Run-Strategie, vollkommen richtig. Okay, perfekt. Jetzt kommt nochmal eine Frage rein, die an mich gerichtet ist, und zwar das Nachziehen der Stops bei Toby Grable erfolgt also manuell nach Gefühl des Traders. Ich sag mal ja. Also Linda Reschke hat auch verschiedene Ausstiegsstrategien, aber hier wirklich kein mechanisches Regelwerk, das man einfach anwenden kann. Ich kann vielleicht mal sagen, wie ich es gerne mache. Ich tendiere dazu, dass ich mich sehr an relative Stärke entwickle, an relative Stärke orientiere in der gleichen Branche oder in dem gleichen Sektor. Wenn ich zum Beispiel eine Long-Position im Telekommunikationssektor eröffnet habe, oder ich nenne es mal Biotech-Sektor, weil ich das mit einem, weil ich das vergleichen kann mit einem aktuellen Beispiel. Wenn ich im Biotech-Sektor eine Position habe auf Aktien, und dann stürzt aber in den USA, am Abend stürzt der gesamte US-Biotech-Sektor, wird richtig abverkauft, was in den letzten beiden Wochen bei ganz vielen Biotechs der Fall war. Dann werde ich natürlich auch hier auf dem europäischen Markt, werde ich natürlich auch eher pessimistisch, wenn ich gerade im Biotech-Sektor drin bin. Das heißt, dann würde ich eine Long-Position, mit der ich jetzt vorne bin, würde ich dann bevorzugt liquidieren. Wenn ich jetzt in einer Long-Position drin bin und wir haben weiterhin einen positiven Support von der gesamten Branche, von dem gesamten Sektor, dann tendiere ich dazu, meine Trades eher weiter auszureizen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, woran ich festmache, ob ich aus einem Trade rausgehe. Generell mache ich es sehr gerne fest am relative Stärkeverhalten zu den Leitindizes. Wenn ich jetzt quasi, ich nenne es mal den DAX aus Deutschland,
weil ich ja hier zu Hause bin. Wenn ich jetzt eine Aktie habe, die ich gekauft habe mit relativer Stärke zum DAX und auf einmal steigt der DAX weiter an, er steigt um 50 Punkte, er steigt um 100 Punkte, aber meine Aktie kann diese Aufwärtstendenz nicht mehr so richtig folgen. Es entwickelt sich relative Schwäche. Dann tendiere ich auch dazu, einen Trade zu schließen. Und so entwickelt man, wenn man die gesamten Märkte beobachtet, entwickelt man ein sehr gutes Gefühl dafür, ob man einen Trade eher laufen lassen sollte oder liquidieren sollte. Und aus meiner Sicht, ist diese Art von Intermarket-Betrachtung auch sehr viel sinnvoller, als hier mit einem klaren Regelwerk reinzugehen. Was wäre ein klares Regelwerk für den Ausstieg? Ein klares Regelwerk wäre, dass man mit schnellen Take-Profits arbeitet. Und das sagt ja auch zum Beispiel Linda Reschke. Sie sagt, wenn es sehr schnell in meine Richtung geht, wenn eine parabolische Kursentwicklung in meine Richtung geht, dann nimmt sie sehr gerne mal den Gewinn mit oder auch die Hälfte der Position sackt sie sofort ein. Das ist noch gut. Wo es aber dann sehr knapp wird, sind solche klaren Regelwerke wie jetzt ein Trading Stop. Ich mit einem Trading Stop hab ich persönlich keine gute Erfahrung gemacht. Das würde so laufen: Wir gehen in einen Long Trade zum Beispiel rein und dann sagen wir, der Trading Stop wird automatisch nachgezogen, zum Beispiel immer 0,5% unter dem Höchstkurs. Meiner Erfahrung nach wird man dann zwangsläufig in irgendeiner Zwischenkorrektur rausgekegelt und verkauft quasi dann mitten oder relativ nahe am Ende der Korrektur. Also wenn ich ein klares Regelwerk fahre, würde ich eher nach schnellen Gewinn den Take Profit mitnehmen oder ansonsten würde ich mich auf diese Intermarket-Beobachtungen, auf diese relative Stärke-Beobachtungen, würde ich mich bevorzugt verlassen. Davon bekommt man eigentlich meiner Erfahrung nach die zuverlässigste Signalgebung, wie lange man einen Trade aufrechterhalten sollte. Genau. Gibt es weitere Fragen? Sowohl zum ersten Teil als auch zum zweiten Teil. Ob diese Strategie nur auf Tagesbasis anwendbar ist? Nein, sie ist auch auf mehreren Zeiteinheiten anwendbar. Ich würde sie allerdings erst ab oder ich würde sie quasi, man braucht immer die Sachlogik hinter einem Trade. Es bringt nichts, wenn man so rein technisch vorgeht und es gibt dahinter nicht die Sachlogik. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn wir jetzt die Märkte haben, die machen vielleicht am Tag mal, wenn es volatil zugeht, machen die ihre 4, 5 signifikanten Wendepunkte. Das heißt, es geht, um ein Beispiel zu nennen, es geht im DAX vielleicht mal 50 Punkte runter, dann geht es um zur Mittagszeit wieder, geht es nach oben und dann kommt auch schon die US-Eröffnung, die setzt dann einen weiteren Impuls. Das heißt, wir haben so vielleicht, wenn wir von bedeutsamen Bewegungen ausgehen, haben wir unsere 4, 5 Wendepunkte am Tag so jetzt erfahrungsgemäß, also die relevante Kursbewegungen nach sich ziehen. Darum macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn wir jetzt im Tick-Chart oder wenn wir im 1-Minuten-Chart versuchen, irgendwelche Zyklen zu identifizieren. Ich würde die wirklich auf den größeren Zeitebenen suchen. Wenn wir einen 5-Minuten-Chart verwenden, dann haben wir in der Stunde haben wir 12 Candles, in 2 Stunden haben wir dann unsere 24 Candles. Das ist eigentlich schon eine gute Basis, um jetzt auch diese Relation von Toby Crabbe. Moment, ich zeige das nochmal. Diesen Volatilitätsindikator, der ja einmal auf der 6 Tage oder auf der 6 Perioden Volatilität beruht oder auf der 100 Perioden Volatilität. Dann hat man einen guten sachlogischen Hintergrund zu sagen, ich suche auf dieser Zeitebene, suche ich nach Zyklen. Und so muss man halt sich immer ein bisschen fragen, macht das eigentlich auch Sinn? Gibt es eine Sachlogik hinter der Technik, hinter dem Zeithorizont, den ich jetzt verwende? Darum also, um Ihre Frage zu beantworten, ich würde die Tagesbasis favorisieren, aber es geht auch auf kurzfristigeren Zeitebenen. Genau, und wenn Sie die auf Tagesbasis machen, dann ist sie gut geeignet für Berufstätige. Dominik, wie ist eigentlich da eure Erfahrung? Wie viel bei euren Produkten habt ihr da sehr viele wirklich Profi-Trader dabei, die den ganzen Tag am Rechner sitzen? Oder sind eure Kunden weitgehend Berufstätige, die das neben ihrem normalen Beruf mit einstreuen? Es kommt ganz auf den Tag drauf an.
Also ich glaube, also es ist ein guter Mix. Also wir haben, der Schweizer Markt ist in der Hinsicht vielleicht ein bisschen anders als der deutsche Markt, aber ich würde mal sagen, dass schon etwa gemessen am Volumen, am gehandelten Volumen, dass vielleicht doch etwa 60% professionelle Anleger sind oder sogar institutionelle Kunden, gemessen am Volumen. Gemessen an Anzahl Transaktionen würde ich mal schon sagen, dass das vielleicht etwa 60%, 70% private Anleger sind. Aber es sind schon, das sind halt Hebelprodukte, die eher kurzfristig, also die von de facto Zertifikate sind Hebelprodukte für eher kurzfristige Anlage und deswegen sind da schon Heavy Traders dahinter. Ja, ist immer spannend, gell? Wer eigentlich tradet. Ich denke, manchmal wäre es schön, wenn man sehen könnte, man beobachtet es ja als Trader die Orderbücher. Manchmal wäre es echt schön zu sehen, von wem kommt eigentlich jetzt diese Briefseite oder wer hat diese Stückzahl gerade gekauft. Und ich Das denke, würden wir so gerne wissen. Also wir freuen uns auch, wenn die Kunden gehandelt haben, uns mal anzurufen, dass sie das waren. Aber es ist auch immer wieder überraschend, wann sie handeln. Also man geht manchmal davon aus, dass es im Sommer, so Juli, August, durchaus ruhiger sein könnte. Aber die letzten paar Jahre haben wir gedacht, wenn die Leute im Urlaub sind, haben sie keine Lust zu traden. Aber die Transaktionen waren die letzten paar Jahre wunderschön. Also manchmal kann man auch denken, sie nehmen sich extra Tage frei zum Traden. Ich glaube, das ist der neue Trader-Lifestyle. Du hast ja inzwischen auf, Genau. du hast ja inzwischen Genau. auf, nee, du hast ja inzwischen auf allen Hotelanlagen hast du ja WLAN. Also ich habe es bei mir auch gemerkt. Meine Frau hat mich auch verflucht. Ich lag da wirklich am Swimmingpool, habe mein iPad gehabt und habe dann da immer mit die Kurse angeschaut. Also man wird von diesen neuen Möglichkeiten auch ein bisschen in Versuchung geführt, finde ich. Absolut. Und einmal die Technik und zweitens, ich glaube, ich finde auch die Art von Produkten, die man heutzutage zur Verfügung hat, sei es strukturierte Produkte, Hebelprodukte, ETFs, also die Möglichkeiten, die man heutzutage hat, ist im Vergleich vor 10 Jahren, schon im Vergleich zu vor 10 Jahren, wunderschön, dass man dazu, man kann sämtliche Markterwartungen kann man gemäß seinem Gusto umsetzen und das ist eine wunderschöne Entwicklung. Das habe ich auch selber gemerkt, du. Also ich weiß noch, als ich vor 15 Jahren angefangen habe, da war bei Derivaten, da gab es eigentlich nur wahnsinnig komplizierte Optionsscheine, die ich gar nicht verstanden habe. Heute sind ja die Produkte vor allem einfach, gell? Ein Faktorzertifikat kannst du ja sofort erklären. Absolut, absolut, das sind das Schöne daran. Mein Kollege aus Frankfurt, der schon seit etwa 15, 20 Jahren dabei ist, hat mir erzählt, so die ersten Warrants, die er aufgesetzt hat, das hat etwa 2, 3 Wochen gedauert. Heute kann man ein Hebelprodukt innerhalb eines Tages absetzen. Also es ist alles viel effizienter, dynamischer und schlussendlich, denke ich mal, die Kunden profitieren auch davon, weil wenn dann ein entsprechendes Produkt gewünscht wird, dann innerhalb von ein paar Tagen hat er das in Macht. Sehr schön. Genau, dann würde ich jetzt sagen, es sind jetzt keine weiteren Fragen mehr gekommen. Dann würde ich jetzt einfach von meiner Seite mich bedanken bei den ganzen Zuhörern. War ein spannendes Webinar, auch für mich, auch vor allem der erste Teil. Und ich sage ich mal von meiner Seite Tschüss und Dominik, ich würde dir jetzt das Schlusswort geben. Ja, besten Dank. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Für uns war das sehr interessant, einmal ein Seminar zu führen, ohne effektiv die Besucher zu sehen. Anfangs ein bisschen abstrakt, aber man gewöhnt sich auch daran. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf die nächsten paar Webinare, die wir dann halten werden. Ich glaube, das nächste Video bereits nächste Woche sein, oder? Genau, das nächste ist direkt nächsten Mittwoch und dann auch die nächsten 2. Wochen. Gäbe es am Mittwoch, oder? Genau, da freuen wir uns drauf. Also Ja. auch meinerseits besten Dank an die Zuhörer und wir würden uns freuen, wenn wir wieder auf großes Interesse stoßen werden in den nächsten paar Wochen. Genau. Also, machen Sie es gut. Schönen Abend. Bis Schönen nächste Abend Woche. miteinander.